Flackernde Bildschirme und dunkle Hallen. Hier sind Gamer in ihrer Welt. Doch diese Jungs spielen um mehr als nur Punkte. Es geht darum, Spenden zu sammeln. Gaming for Good heißt die Initiative von Bashir Boumaza. Er animiert Gamer weltweit zum Mitmachen. Mehr als 18 Millionen Euro hat der Belgier seit dem Start vor 2 Jahren gesammelt. Viele User mögen Videospiele. Es ist ihre Leidenschaft. Die Industrie ist eine der größten der Welt und hat eine sehr junge Zielgruppe. Daher dachte ich, dies wäre ein sehr guter Weg, um viele Leute zu erreichen und sie dazu zu bringen, Gutes zu tun. Der 35-Jährige ist ein Star in der Szene. Er nennt sich Athean und zählt zu den besten Gamern der Welt. Ihm folgen auf YouTube mehr als 700.000 Abonnenten. Seine Popularität kommt ihm beim Spendensammeln zugute. Auf seiner Seite stehen rund 100 Videospiele zur Auswahl, gestiftet von verschiedenen Herstellern. Spielen geht nur gegen Spende. Diese fließt dann direkt in ein soziales Projekt. Die Generation Internet ist sehr gut informiert. Und weil wir so vernetzt sind, stehen wir anderen Menschen näher und fühlen uns eher verpflichtet, ihnen zu helfen. Ich denke, Gaming for Good ist eine großartige Plattform, um junge Menschen zu erreichen, sie zu begeistern und damit wirklich etwas zu bewegen. Für seine Mission sucht Bashir Boumaza gerne die große Bühne. Um seine Seite bekannt zu machen, tritt er vor der Community auf. Er will die Aufmerksamkeit auf soziale Probleme lenken, auf gesellschaftliche und politische Fragen. Ausgestattet mit einer Kamera reist der Videospieler selbst in Entwicklungsländer und Krisenregionen, nach Äthiopien oder Liberia. Er dokumentiert, was mit dem eingesammelten Geld passiert. Und er bindet seine Fans ein. Die Spender konnten übers Netz Fragen an Ebola-Überlebende in Liberia stellen. Seine Erfahrungsberichte helfen auch, das Ansehen der Szene zu heben. Gamer haben oft ein schlechtes Image. Sie werden als gewalttätig, seltsam oder einfach anders angesehen. Die Spendenprojekte machen sie in gewisser Weise stolz, weil sie sich dadurch mehr eingebunden fühlen. Zocken für den guten Zweck liegt im Trend. Bashir Boumaza hat Mitstreiter auf der ganzen Welt. Sie alle vereint der gemeinnützige Gedanke. Dabei treffen sie auf einen riesigen Markt. 2014 wurden weltweit rund 73 Milliarden Euro mit Videospielen umgesetzt. Die Fangemeinde wächst rasant. Wir beziehen die Leute ein und bringen ihnen die Probleme der Welt nahe. Das führt dazu, dass sie wirklich helfen wollen. Sie machen das nicht allein wegen mir, sondern weil sie es für wichtig halten. Sonst hätten wir niemals 21 Millionen Dollar sammeln können. Selbst zum Zocken kommt Bashir Boumaza nur noch selten. Statt Punkten sammelt er jetzt Spendengelder. Shift meint, so macht Spielen Sinn.